Guten Tag. Ich habe gestern meine Wasserblase schon mal hier mit Wasser Medium gefüllt. Mit einem Liter. Da ist halt noch so viel Kohlensäure drin, dass es dann doch schafft, die Blase aufzudrücken. Und hier, doch es ist alles nass. Mein Koffer ist hier drin nass. Total super. Ja, so ein richtiger Julian, ey. Und damit herzlich willkommen zu unserem ersten CQB-Gameplay. Vorweg wollte ich erstmal erwähnen, dass Flo und ich das komplett alleine geschnitten haben und Hannes nur ein bisschen nachbearbeitet hat mit ein paar Special Effects. Und deswegen seid nicht zu hart mit uns. Der Spielmodus heute heißt Herrschaft, ist zu vergleichen mit dem klassischen Herrschaft von Call of Duty. In diesem Fall haben wir drei Uhren, die jeweils für 15 Minuten von dem jeweiligen Team erobert werden müssen. Die erste Uhr ist auf dem Podest, die zweite ist im Keller und die dritte ist in der Vorhalle. Erst nachdem die ersten beiden Uhren unentschieden von den Teams erobert wurden, wird die dritte Uhr in der Vorhalle freigeschaltet. Das ist dann am Ende die finale Uhr, die dann alles entscheidet. Ich denke, das reicht als Erklärung, also jetzt erstmal viel Spaß beim Zuschauen. Unsere Idee war es, zuerst die Podestuhr zu holen und danach dann einen von uns irgendwie in den Keller zu schicken, um die Jungs im Keller zu unterstützen. Hannes, soll ich hin? Knopf den drück. Okay. Soll ich zum Keller gehen? Dann geh du zum Keller. Ich habe auch noch zwei Granaten. Du, aber ich höre dich, ne? Denk dran. Jetzt ist es dunkel. Die ist wohl nicht hochgegangen. Durchhören? Nee. Habt ihr noch eine Granate? Nein, ne? Hey, Alter! Ich bin auch hin! Nach meinem Respawn musste ich erstmal überprüfen, ob meine Teamkameraden es doch noch geschafft haben, sich die Uhr zu sichern. Ich gehe zum Podest. Nachdem das sichergestellt war, machte ich mich gleich wieder auf zum Podest, um die Uhr für uns zurückzuerobern. Dieses Mal musste ich vom Reifenlabyrinth angreifen, da das Podest komplett von dem gegnerischen Team eingenommen wurde.
Ich hab die Podestuhr. Hab Kontakt. Füße! Hallo? Okay. Hit! Los, und rein. Kann es noch drin? Ja, der. Oh. Hannes? Haben wir die Uhr noch? Hier ist keiner. Hol die Uhr. Ah. Einer an der Treppe. Kellertreppe. Und einer links im Mittelgang sozusagen. Decken beide die Uhren. Rüberrennen wird wohl nichts. Hannes? Ja, nach! Oh, Schwein hat. Oh. Okay, der ist immer noch Kellereingang. Guckt ab und zu mal mit dem Köpfchen raus. Die Kelleruhr hatten wir auch gesehen. Ich weiß nicht, wie es da aussieht. Nikolas, Urpodest ist abgelaufen. Wie sieht's bei euch aus? Uhr vorne ist frei! Los, komm, wir holen Max wieder. Komm. Okay, fahren rein. Und rein. Okay. Okay, yeah. So, was? Jetzt! Oh, Bauchnabel. Voll am Bauchnabel. Und rein. Vorsichtig auch rein. Für wen läuft die Uhr? Für Rot und Rot. Wo sind die Feinde? In den Durchbruch noch mindestens einer. Ich lauf durch. Okay. Nikolas? Ja? Du hältst die Treppe im Blick. Ja. Max? Du gehst hinter den Reifenstapel und guckst da hoch. An dieser Stelle macht meine Guardian das erste Mal schlapp an diesem Tag und ich versuchte verzweifelt irgendwie an die Uhr zu kommen. Komm rein! Ja. Okay, Stand der Dinge. Einer ist hinter dem Tisch. Am Durchbruch war einer. Hinterm Tisch sehe ich nichts.
Willst du probieren, oder was? Lade. Wieder bereit. Großer Durchbruch. Lade. Und ja, den Hit hätte ich callen müssen, aber ich habe es einfach nicht mitbekommen. Das Ding ist irgendwie am Gewehr abgeprallt. Tut mir leid, Paul. Hit! 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 Nur noch ein Magazin. Sorry. Was ist hier los, Leute? Meine Gier gibt auf. Los, rein, 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 rein. Und zum zweiten Mal macht sie Probleme. Diesmal habe ich es festgestellt, konnte es beheben und wollte gleich wieder rein ins Spiel, aber leider war das alles schon zu spät. Okay. Warte, warte. Das war's. Abgelaufen? Zu spät. Blau oder rot? Gut, ist jetzt nicht gleich abgelaufen. Eine Minute höchstens. Ja. Gut. Och Mann. So, das war's mit unserem Gameplay für heute. In Zukunft soll sowas öfter kommen. Also lasst ein paar Kommentare da, wie es euch gefallen hat, ob wir es irgendwas verändern sollen oder so. Wir sehen uns beim nächsten Mal. You were never born to quit, you got all-